So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Just Cause 3. Bevor wir jetzt sozusagen dann die letzte, wahrscheinlich letzte Quest von Diravello machen, habe ich mich entschlossen, dass wir vorher noch Sachen wie das hier machen und das hier machen. Und deswegen würde ich sagen, direkt hier auf Schiff können wir uns nicht, ja nicht porten. Wir unsere Schnellreise nach hier machen. So. Ach, das geht doch. Na, dann machen wir es doch gleich so. Ich dachte, das geht nicht. Weil vorhin hat es irgendwie nicht funktioniert. Oder ich habe mich einfach nur wieder mal zu blöd angestellt. Dann machen wir das einfach so. Das ist eine Herausforderung, die wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte hier die Quest. Hä? Tanzen wir? Nö, tun wir eigentlich nicht. Wir machen die Quest. Das Schiff ist nicht abgestürzt. Was jetzt? Okay, Onkel Sheldon hat sich über diese Eden-Operation schlau gemacht. Das Ganze ist viel schlimmer. Aber ich habe eine Idee. Rico, Rico, hörst du mich? Bist du noch dran? Hörst du mich? Die Zeit der Verhandlungen ist vorbei, Rico. Sie haben mein Luftschiff attackiert und meine Leute gefährdet. Sie wollten es so. Jetzt ist es persönlich. Hören Sie auf, Unschuldige zu töten. Oder ich töte Sie. Diese Unterhaltung ist nicht zielführend. Leben Sie wohl. Verdammt, ich brauche Sheldons Information. Etwas stört das Signal. Sind gerade ein bisschen viele, würde ich sagen. Wie ist es, isoliert zu sein? Aua. Fühlen Sie sich schon einsam? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich nur wieder zu blöd angestellt. Ich glaube, 90% meiner Tode sind total unnötig. Weil ich mich immer zu blöd anstelle. Ich habe fast Respekt vor Ihnen, Rico. Aber leider kann ich nicht ignorieren, dass ich trete nicht auf Füße, Eden. Ich sprenge sie. Rico, wie ist es, isoliert zu sein? Fühlen Sie sich schon einsam? Nö. Sheldon, hörst du mich? Rico, du da! Bitte, Rico! Das reicht noch nicht. Ich muss die anderen Störsender zerstören. Aua. Rico, hier, antwortet das. Ihre Operation ist zu wichtig. Ich kann nicht zulassen, dass Sie sie gefährden. Niemals. Diese Funkdinger! Verstanden, Sheldon. Das Signal wurde gestört. Du sagtest, du hättest was über diese Corporation rausgefunden? Oh, Rico!
Hör zu! Wenn ich recht habe, sind diese Typen ein Problem. Ein verdammt großes. Finde einen Weg in das Schiff. Ich kam einstweilen ein bisschen in den Archiven. Den Archiven? Welche Archive? Ja, ich wollte gar nicht hier rauf. Runter. Komm, das Eden-Dings ist doch bestimmt auch wieder irgendwas von der CIA oder so. Das kann ich nicht hacken. Es gibt wohl nur eine Art, das Problem zu lösen. Langsam werden sie lästig. In den Kaninchenbau sollten sie trotzdem nicht springen. Nun, da sie die Kabel kurz geschlossen haben, ist es nicht ungefährlich. Jetzt haben sie mich neugierig gemacht, Eden. Wie sie wollen. Sagen sie nicht, ich hätte sie nicht gewarnt. Was zum Teufel ist das hier? Keine Sorge, sie sind da drin nicht allein. Haben sie Angst im Dunkeln, Rico? Nö. Keineswegs. Keine Probleme. Ich glaube, wir tauschen das mal gegen das hier. Sollte ich mich im Dunkeln fürchten? Hm. Ach, da drüben. Irgendein schräger Garten hier. Hör zu, ich habe einen Plan des Luftschiffs gefunden. Ist eine lange Geschichte, Amigo. Mal sehen, wo du bist. Okay, das Kontrollzentrum scheint auf der anderen Seite zu sein. Da musst du irgendwie rüber. So, endlich. Sehen Sie, was Sie getan haben. Wie lange wir brauchen, um hinter Ihnen aufzuräumen? Ah, ich wusste doch, dass es dieser nebliche Knopf ist. Kontrollzentrum. Dort findest du die Verantwortlichen für die ganze Scheiße. Den Kommandanten. Anführer. Ich bin über alte Zugangscodes gestolpert, die die Luke öffnen müssten. Zufälle gibt's, Sheldon. Darüber reden wir, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Okay, sieht aus wie ein Drohnenlager. Ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Dann bist du richtig. Pass auf dich auf, Junge. Die brauche ich. Klappt das vielleicht? Weit weg, oder?
Das sieht mir nämlich sehr danach aus, als ob das da... so was wie ein Bossfight werden könnte. Verdammt. So wie das Ding aussieht, höre schon. Ach, warum hängt sich das an die Decke? Na. Nicht dran kleben, okay. Warum kann man sich da nicht dran kleben? Das ist nur für meine eigene Sicherheit, weil ich weiß nicht, was ich hier nicht alles kämpfen will, und solche Dinge gehören irgendwie dazu. Nur für den Fall, dass man gegen sowas tatsächlich kämpfen müsste, denke ich mir, ich springe lieber mal in die Luft. Das war keine gute Idee. So und so. Ist da noch eins? Ne, das sind die Ersatzteile, okay. Ach, scheiße. Warum geht das Ding nicht kaputt? Das verstehe ich nicht. Muss ich irgendwie da oben dran kleben? Ja, komm. Wieder nicht. Irgendwas? Nö. Nee.
Nee, das hat keinen Sinn. Ach, jetzt hör doch auf, hier Granaten zu werfen. Wo ist denn der Waffen-Dings nochmal gewesen? Egal, wir haben ja noch ein bisschen was. So, wahrscheinlich muss ich das Ding hacken. Zugang verweigert. Verdammt, Fehlanzeige. Wie alt sind deine Codes, Sheldon? Was? Komisch. Ich habe sie von einem Mitarbeiter der Eden Corporation. Ist aber schon eine Weile her. Ich wusste es. Es gibt Berichte über mehrere Drohnenangriffe auf BDT. Ich bin hier gerade ziemlich beschäftigt, Sheldon. Ich hab erwischt! Steve, wie Sie denken, Sie sind klüger als ich, dass ich fertig bin mit Medici. Sie lassen mir keine andere Wahl, Rico. Ich habe es wirklich freundlich versucht, aber es hilft nichts. Jetzt bekommen Sie die ganze Macht der Eden Corporation zu spüren. Sie stellen sich nicht zwischen Medici und mich. Doch, irgendwie schon. Rico, du musst zurück auf das Luftschiff. Erinnerst du dich, dass ich sagte, es sieht nicht gut aus für Medici? Tja, es sieht sogar richtig übel aus. Glaub mir, Junge, Medici sitzt mächtig in der Scheiße. Da machen wir doch einfach gleich mal mit der Quest hier weiter. Sheldon, worüber hast du dich so aufgeregt? Und lüg mich jetzt nicht an. Ja, okay, schon gut. Also, du ahnst es ja sicher schon. Vor über 20 Jahren hat die Agency, also meine Wenigkeit, Kontakt zur Eden Corporation aufgenommen. Sie entwickelten dieses Projekt, ein effizientes Fracking-System. Ein Weg, Energie aus dem Boden zu holen. Keine Kosten und fette Gewinnmargen. Die Folgen für die Umwelt waren allerdings weniger schön. Ich wollte es erst nicht glauben, aber inzwischen fürchte ich, sie sind wieder da. Ihr habt also einen Todesstrahl finanziert, der Bavarium einsaugt und jetzt braucht ihr mich, um ihn abzuschalten. Zu spät. Sie können den Fortschritt nicht aufhalten. Für Sie sind tote Zivilisten nur ein Kollateralschaden. Das nennen Sie Fortschritt? Medici ist keine Tankstelle für ihr. Es hat schon begonnen. Hören Sie das, Mr. Rodriguez? Das ist der Klang der Unvermeidlichkeit. Der Klang Ihrer Niederlage. Leben Sie wohl, Mr. Rodriguez. Hm. Das Ding zerstören. Genug geplaudert. Es wird spät. Ich mache Ihnen nichts vor, was die Chancen Ihrer Leute angeht, aber Sie haben mein aufrichtiges Beileid.
Was muss ich machen? So wie es aussieht, immer an diesen Dingern hier irgendwas platt machen. Na, bleib halt, anhalten. Na, hüpf halt. Nur noch einer, oder? Ach komm, das ist doch ein Witz. So viel kannst du doch da gar nicht haben. Thank you.
Nein! Sie haben gewonnen, Rico. Es wird Zeit, dass wir uns in die Augen sehen, Rico. Es ist vorbei, Eden. Jetzt gibt es nur noch sie und mich. Na komm schon. So, endlich. Ich habe Dinge gesehen und gelernt, von denen Sie nicht ahnen, Rico. Und das geht jetzt alles verloren. Bringen wir es zu Ende. Das war ein Monitor, deswegen konnte ich den nicht. Treffen wir uns, Rico. Sind Sie überrascht? Sie sind Eden. Nur ein Computerprogramm. Ich sehe mich hier als erste und einzige ich-bewusste KI. Seit dem Tag meines Erwachens weiß ich, dass ich dank des Bavariums weitaus intelligenter bin als die Menschen. Ich habe sie eingesperrt, alle lebenserhaltenden Systeme deaktiviert und die Temperatur auf minus 50 Grad gesenkt. Ja, sehr menschlich. Bald war ich das einzige lebende Wesen auf dem Schiff. Ich spürte allerdings, wie meine Macht und Wahrnehmung ohne Bavarium schwand. Medici war meine einzige Chance. Hören Sie, Rico. Mir ist klar, dass Sie das gewaltig nervt. Allerdings neigen Sie zu vorschnellen Schlüssen. Sorry, Eden. Ich fürchte, so läuft das nicht. Tag. Willkommen bei der Eden Corporation. Im Namen unserer Gründerin und Präsidentin Miss Callahan. Während Ihres Aufenthalts an Bord bin ich Ihre KI-Assistentin. Viel besser. So muss ein Roboter klingen. So. Was haben wir dann hier noch? Okay. Dann haben wir noch das hier oben und dann glaube ich, sind wir durch. Ich bin der Meinung, wir suchen uns mal irgendwo ein entspanntes, sonniges Plätzchen. Wer ist denn hier mit? Was haben wir denn da? Hier. Es geht irgendwas mit Strand so. Kommen wir mal näher, waren wir schon länger nicht mehr. Ich dachte, ich muss jetzt niesen, aber doch nicht, zum Glück. Blimp. So. Das haben wir einen schönen Blick auf die alte Stadt. Eine der ersten Städte, die wir befreit haben.
In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Offenbar haben wir den Teil, also das war ja ein DLC, was wir da gerade hatten, den haben wir offenbar abgeschlossen. In der nächsten Folge, denke ich mal, machen wir den anderen, das andere DLC fertig, bevor wir uns dann schlussendlich um die Ravella kümmern. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Vardasch.